Let's Play Silent Hill 3 bei Kein Plan Gaming, Folge Nummer 15? 5? 15, nein, ich glaube 16. Wir sind tatsächlich schon Folge 16. Ja, wir sind in der Schön. letzten Folge jetzt hier diese Treppe runtergelaufen und uns hier das Malbuch oder was ist angeguckt mit dem Märchen, was nicht vorne und hinten anfängt. Genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, es ist jetzt hier ein relativ langer Gang, der uns erwartet. Da werden richtig eklige Viecher unterwegs sein, bin ich mir sicher. Ja. Ja. Und diese Tür, diese Doppeltür sollten wir schon mal aufmachen, dass wir eine Abkürzung zum Elevator danach haben. Ja? Okay, ja. Alles klar? Bereit für jede Menge. Jawohl. Lauf! Ich sag's Kannst du doch, nicht ey. rennen bei denen? Warte, warte, warte. Benutzt dein Schweinefleisch. Ich muss bei den Ton leiser machen. Ich höre nur dieses komische Gegrunze, aber nicht, was du sagst. Ich Dein nehme erstmal wieder ein Rindfleisch. Tonic rum. Rindfleisch benutzen kaum, das benutzt du sonst eh nie. Ja, ich mach das jetzt. So, der soll schön da hinten bleiben. So. Ist noch einer. Lauf Wir sind, weg! wie Oh. viele sind da denn? Ja, sie essen das. Gut. Gottes Namen, ey. Markus, da kommt noch einer. Oh mein Gott, ey. Das ist echt Oh, was ist das ohne. für ein Raum? Was ist das für ein Raum? Was ist da hinter dem... Ja, Oh mein Gott, ein Bett mit einem Brief. erstmal ganz in Ruhe gucken. Sagt sie da was zu? Da kommen wir durch. Oh mein Gott. Da liegt Munition und ein Verband. Ah! Steh auf. Der ist tot. Der ist doch nicht tot. Ich sehe nichts, Mann. Und die Kamera ist so oberscheiß, ganz im Ernst. Ich muss da ran. Oh, ja. Ist drauf getreten. Okay, schön. Alter, das sind die ekelig. Da ist gar kein Brief. So. Da sind nur Sachen drauf. Das ist doch Schiete. Das war alles, deswegen sind wir jetzt extra hier hingegangen und haben uns erschrecken Oh, lassen. lame. Mega lame. Hast du es kommen sehen? Das war jetzt der erste Schock, den ich in diesem Spiel Ja. so richtig hatte. Tito. Also das war völlig umsonst. Das heißt, die Viecher draußen sind jetzt auch wieder gleich wahrscheinlich aktiv. Oh Mann, das war wieder so ein Epic Fail. Na gut, also kurz auf die Karte schauen. Haben wir alles gesehen. Wir haben alle Türen ausprobiert. Jetzt sind vor uns noch drei Türen. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt kein Monster ist. Natürlich Lauf! ist da ein Monster. Kaputt! Ja, Scheiße, ich habe eine Tür ja, gesehen. Ne, da ist eh nichts drin. Ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Bist du Oder willst du sicher? die noch ausprobieren? Die hat die beide ausprobiert, hä? Ich habe beide Türen ausprobiert, echt? Scheinbar schon. Ich habe doch nur eine gedrückt. Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, nee. Problem solved. Like a boss. Kommt von da drinnen. Oh. Was ist jetzt los? Oh, das geht wieder nicht, ey. Ich wusste ey, das ist es, so, ey, die fällt immer so das dumm ist, ey, um, ey. Ey, das ist echt. Weißt du, was das ist? Weißt du, Susanna? Das ist der Hinfallsimulator. Ja. Ach, Mann, ey, das. Wie oft habe ich eigentlich A gesagt in dieser Folge? Nicht oft genug, weil genau das ist es. Es bringt es auf den Punkt. A. Ja. Verdammt. So, was haben wir hier? Eine Silbermünze. Silbermünze. Die Lampe beleuchtet einige alte Silbermünzen, die ich schon mal gesehen habe. Ich habe vorher eine genommen, also sollte ich eigentlich nicht noch mehr nehmen. Ich bin schließlich keine Diebin, obwohl ich mich manchmal wie eine benehme. Wie ein benehme. Wie ein Benehme. Markus, das war Autokorrektur von mir.
Da drüben, bla. Ich könnte das Geld vielleicht noch gut gebrauchen und es wäre natürlich schön, es zu haben. Aber ich glaube, ich lasse es sein. Dass sie sich in dieser Parallelwelt darüber Gedanken macht, das ist so niedlich. So süß. Ach so. Da vorne ist was an die Wand gemalt oder an die Tafel. Guck kurz, ob hier noch irgendwie was ist und was versteckt ist. Vielleicht hier Munition oder so, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Nee. Da ist ein Gemälde. Gucken wir uns das mal an. Nur ein alter Automat, der hier spuckt Getränkedosen aus. Wenn ich es mir recht überlege, ich habe Durst. Aber es wäre unheimlich, hier etwas zu trinken zu kaufen. Da steht was an der Wand. So erntet man Reichtümer. Was einst ein Beutel mit Silbermünzen war, ist jetzt die Zahl in einem Buch. Das Schicksal jedoch hat keinen Preis. Ah, aber was wissen die Menschen das? Ich muss die Münze da reinstecken, oder? Ja. Und jetzt ist deine Leber. Nee, ist eine Dose. Aber was ist drin? It's a message. Ein Ja, Schlüssel. typisch. Ich habe den Lebensversicherungsschlüssel. Okay. Ich verstehe dieses Spiel wirklich von vorne bis hinten nicht. Life-saving Key. Was steht drauf? Ich habe ihn in einem Automaten gekauft. Sieht ziemlich echt aus. Prüfen. Prüfen. Auf dem Etikett, das am Schlüssel hängt, steht Elberton Lebensversicherung. Ja, alles klar. Es wird irgendwo in diesem Gebäude sein. So wie das Tanzstudio und so. Ja, okay, lass uns mal kurz dann schauen. Hier kann es ja nirgendwo sein, weil, ne? Hm. Hier haben wir uns alles ausgetestet. Alle Türen sind zu. Oh, scheiße. So, 3F, da sind wir noch nicht gewesen. Genau. Wo ist Das denn, lass steht. uns noch mal schauen, wo Warte, hier das noch. steht ja drauf. Was heißt Lebensversicherung auf Englisch? Weiß ich noch nicht. Ach so, du meinst hier oben. Gallery, Waterglass, Water, DD-Ad. DD-Ad, Diese. Everwhite Construction, Autoparts, da nicht, oder? Nee, da nicht. So, runter. Was ist bei 3? One-Stop-Imports. So, 3 ist links. Ach ja. Dance Dunst, Studio. Storefront, Principal. Law Firm. Auch nichts. Mental Health Clinic. Was suchen wir gerade nochmal? Habe ich Wir vergessen. suchen irgendwie was mit Versicherung. Okay. Interieur. Da. Life Insurance, Alberton. Da ist auch eine verschlossene Tür im ersten. Siehst du da? Die andere Tür Ja, links, die ist zu. Da das müssen wir siehst. so hin. Jawohl, siehst du. Alles klar. Problem solved, like Aber sehr gut, dass boss. du das übersetzt hast. Das war ganz schön dämlich auch, dass die Karte nicht übersetzt ist, weil man da eigentlich so Ja. den Querverweis, wenn man jetzt kein gutes Englisch kann Ja. oder so ableiten kann. Ah! Das kann man dann gar nicht, das kriegt man ja gar nicht raus. Ja. True thing. Das war jetzt die Abkürzung, ne? Und jetzt sind wir Markus, das hier. habe ich nicht kapiert mit deiner Abkürzung, aber es wird schon Das richtig war die, sein. das war hier vorher der Raum, wo wir, hier waren wir drinne, Ja. aber links und rechts die Türen waren von dieser Seite aus verschlossen. Ich habe die eben von der anderen Seite jeweils aufgemacht. Wie auch immer du das herausgefunden hast, ist es wunderbar. Ich hab auf die Karte Das ist geguckt. schön, Ich hab auf die Markus. Karte geguckt, Ich Mann. bin stolz auf dich. Das ist gut gemacht. Mann, mach dich nicht um mich lustig. Ich bin klug. Ja, du bist klug. Ich bin Du bist vor schlau. allen Dingen auch schlau, Ja, ja. ich bin klug und schlau. Beide. Aber intelligent bist du nicht. Man kann nicht alles haben, Markus. Guck mich nicht so an, man kann nicht alles haben. Sexy. Klug. Schlau. Komm, das reicht. Sexy bin ich, das weißt du, ne? Markus. Mann, das Vieh ist immer noch da. Das Ding ist, ich habe das ja vor Zeit mal durchgespielt, ne? Und ich kann mich zwar an Ja. das Monster erinnern, aber nicht, dass es so lange gedauert hat, das irgendwie hier hinzukriegen. Das ist mir irgendwie neu. Oh Mann, ey, das sind wieder diese Mistviecher, ne?
Wo soll ich zuerst hingehen? Nach oben. Nach oben? Das wird eh alles zu sein. Scheiße, also hast du recht. Mann, ich finde das so geil, wie gut ich bin. Ja. Und dann gleich weglaufen davon, ne? Ja. Sehr gut. Der schnabuliert doch irgendwas gerade. Ja. Alter Schwede. Oh nein, oh nein. Jetzt sitzt langsam krass. Was ist denn das jetzt hier? Das ist jetzt ein bisschen krankenhausmäßig hier, ne? Da sagt sie jetzt auch gerade. Warum nichts, sagt ne? sie denn bitte nicht? Da ist was. Und wie welche Seiten? Das ist das Ende von diesem bekloppten Märchen, das ich gefunden habe. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Der König und sein Volk weinten bittere Tränen über den Tod der gütigen Priesterin. Gott erbarmte sich ihrer, er erfüllte ihren Wunsch und heilte die Priesterin. Die Priesterin öffnete ihre Augen, genauso wie sie es an jedem Morgen in ihrem Leben getan hatte. Dann ging sie noch einmal zur Höhle des Ungeheuers. Närrin, willst du noch einmal sterben? Nein, dieses Mal bist du dran. Die Priesterin war gekommen, um das Ungeheuer ein für allemal zu besiegen. Da die Priesterin sehr, sehr gütig war, machte sie ihre Aufgabe traurig, aber es muß getan werden. Mit Schwertern und Speeren kommst du mir nicht bei. Pfeile und Kugeln prallen ab. »Du kannst mich nicht töten«, lachte das Ungeheuer. Aber die Priesterin nahm weder Schwert noch Speer, sie sang nur einen Zauberspruch. »Tu fui ego eris«, wisst ihr, was dann geschah? Das Ungeheuer brüllte laut, dann starb es und verschwand. Da konnten die Dorfbewohner wieder ihre Tore öffnen. Alle überschütteten die Priesterin mit Dank, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schön. Markus, das war das dümmste Märchen ever. Aber ich wette, da steckt noch mehr dahinter. Tu fui ego eris. Weird writing. What was that? Okay, ich hab's gecheckt. Ja? Ja. Okay. Wir kommen hier jetzt endlich raus aus diesem Shithole. Achso, du meinst, das Monster am Eingang ist jetzt weg? Ja. Wo ist denn die Tür? Da. Kurz muss ich jetzt hier noch an die Seite laufen. Ist da noch eine andere Tür? Nee, da ist ein großes X. Das heißt, den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Jawohl, zu dem Monster. Hä? Die sind auch weg hier. Die Viecher hier sind weg. Mhm. Damit wir da jetzt auch mal durchkommen. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit nur einfach nur einen Zauberspruch sagen. Tatsächlich, das Vieh ist weg. Ja, los. Achso, die eine Tür konnte ich nicht aufmachen, ne? Nee, ging nicht. Aber wir haben es geschafft, Anna. Ja, endlich! Da will ich aber sagen, bevor wir jetzt hier rausgehen und was uns da draußen erwartet, machen wir noch eine Pause. Du machst es spannend, Markus. Und dann in der nächsten Folge schauen wir uns an, was hier draußen außerhalb vom Bürogebäude auf uns wartet. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.